Und hier ist der Spitzenkandidat für die Europawahl. Ein Mann, ein Bayer für Europa. Hier ist Manfred Weber. Danke, liebe Freunde, liebe Aschermittwochsgemeinde. Ein herzliches Dankeschön fürs freundliche Willkommen heißen und danke, dass ihr da seid. Ich darf seit Anfang des Jahres jetzt europaweit Wahlkampf machen. Ich war schon viel unterwegs, war in Griechenland, in Spanien, in Lettland, in der Tschechischen Republik, in Österreich natürlich bei unseren Freunden. War viel unterwegs, aber ich muss euch sagen, ich habe mich trotz dieser vielen Reisen auf den heutigen Tag verdammt gefreut. Politik in der Heimat zu machen, Politik dort zu machen, wo man verankert ist, Politik dort zu machen, wo man die Menschen kennt. Es gibt nichts Schöneres und deswegen, wir sind Passau, wir sind die CSU, wir wollen Europa gestalten. Danke, dass ihr mich unterstützt, liebe Freunde. Wir haben heute nicht nur Journalisten aus Bayern da, wir haben nicht nur Journalisten aus Deutschland da, sondern wir haben heute sogar Journalisten aus ganz Europa da, über 40 internationale Journalisten. Bitte, wir haben heute eine Besonderheit in Passau, weil zum ersten Mal unsere Reden, die wir hier halten, ins Englische simultan übersetzt werden, damit die auch mitkriegen, was wir denn hier so sagen. Ich weiß schon, warum sie jetzt lacht, weil sie ja die Frage euch selbst stellt, hätten wir nicht zuerst einen Übersetzer zwischen Bayern und Hochdeutsch gebraucht, bevor wir Hochdeutsch sozusagen ins Englische übersetzen. Aber wir bemühen uns, dass das alles gut übersetzbar ist. Ich glaube, damit wird aber eines deutlich, liebe Freunde. Wir wussten das schon immer, dass es für einen bayerischen Politiker nichts Schöneres gibt, als die Ehre zu haben, an diesem Rednerpult zu stehen, am politischen Aschermittwoch Politik gestalten zu dürfen. Und in Berlin hat sich die letzten Jahrzehnte auch rumgesprochen, dass es für einen Bundespolitiker nichts Schöneres gibt, als hier zu stehen und Politik gestalten zu dürfen. Und heute im Jahr 2019 wird klar, dass es auch für einen europäischen Spitzenpolitiker nichts Schöneres gibt, als hier in Passau zu stehen und europäische Politik zu gestalten. Liebe Freunde, heute ist Passau nicht nur Deutschlands größter Stammtisch, heute ist Passau Europas größter Stammtisch und wir sind stolz darauf. Liebe Freunde, vor einem Jahr stand Markus Söder als Kandidat an diesem Rednerpult. Er hat sich beworben, um das Vertrauen der Menschen, unseren Freistaat zu gestalten, zu führen. Bei den Bezirkstags- und Landtagswahlen hat er die CSU-Fahne in die Hand genommen und gekämpft, im schwierigen Umfeld für die CSU ein starkes Ergebnis erzielt. Wir haben gemeinsam gekämpft mit dem Verständnis der CSU, dass wir als CSU eine Partei der Mitte sind, die sich auch um die demokratische Rechte kümmert, aber mit aller Kraft gegen Rechtsnationalisten und Rechtspopulisten vorgeht. Wir haben gekämpft mit dem Grundverständnis, dass wir als CSU die Partei sind, die Deutschland gestalten will und Europa gestalten will im positiven Sinn. Und wir sind die Partei, die als Mannschaft auftritt, als Team auftritt, gemeinsam die Menschen von unserem Politikansatz überzeugen will. Und deswegen möchte ich ausdrücklich Danke und Respekt sagen gegenüber Markus Söder für seinen starken Kampf. Er ist heute wiedergewählt hier als bayerischer Ministerpräsident und er ist neu in Verantwortung als unser Parteichef. Lieber Markus, gemeinsam kämpfen wir dafür, dass die CSU Erfolg hat. Dein Erfolg ist unser Erfolg. Danke für deinen Einsatz. Letztes Jahr, liebe Freunde, war Markus Söder hier als Kandidat gestanden. Heute stehe ich hier als Kandidat. Ich bewerbe mich um das wichtigste Amt, das unser Kontinent, das die Europäische Union zu vergeben hat, nämlich den Präsidenten der Europäischen Kommission. Und ich habe in den letzten Jahren auf europäischer Ebene, vor allem in den letzten 5 Jahren als Chef der größten Fraktion im Europäischen Parlament, die Erfahrung gesammelt, was die Menschen bewegt auf diesem Kontinent, was sie umtreibt, was ihre Sorgen sind, was ihre Ängste sind, was ihre Hoffnungen für morgen sind. Ich habe in den letzten 5 Jahren gezeigt, dass ich Europa zusammenhalten kann, dass ich Brücken bauen kann
dass wir geeint in die Zukunft gehen. Und liebe Freunde, als Europäische Volkspartei, zu der die CSU gehört, haben wir deutlich gemacht, dass aus der Mitte heraus Politik gestaltet werden muss, nicht von Linken und auch nicht von rechten Dumpfbacken, sondern aus der Mitte heraus gestaltet werden kann. Und deswegen sage ich euch, ich will, ich kann und ich werde Kommissionspräsident werden mit eurer Unterstützung. Danke dafür. Wenn wir heute über Europa reden, im Wahljahr, im Europawahljahr, dann, liebe Parteifreunde, ist zunächst mal das Wichtigste, dass wir uns bewusst machen, dass dieses Europa, das wir heute haben, unser Europa ist. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass unsere Vorväter, frühere Generationen, die an diesem Rednerpult standen, dieses Europa so gestaltet haben, wie wir es heute haben. Natürlich gibt es viel Kritik und ich werde darauf eingehen, aber manchmal habe ich die Sorge, das muss ich euch ehrlich sagen, manchmal habe ich die Sorge, dass wir, wenn es um die europäische Integration geht, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, dass wir uns um die Einzelthemen kümmern, aber das Große und Ganze nicht mehr wahrnehmen. Und deswegen lasst mir zum Einstieg dieses Große und Ganze für uns nochmal beschreiben, warum es unser Europa ist, unser christsoziales, christdemokratisches, das der Europäischen Volkspartei. Wir sind heute zu Gast in Niederbayern, wie jedes Jahr. Andi Scheuer hat es bereits beschrieben, eine Aufsteigerregion, vom Armenhaus zur Aufsteigerregion, und wir werden Stück für Stück Wohlstandsregion. Wir nehmen nach wie vor an wirtschaftlicher Dynamik zu. Der Aufstieg dieser Region und ganz Bayerns und auch Deutschlands in den letzten Jahrzehnten wäre ohne die Einbindung in die Europäische Union, in den europäischen Binnenmarkt, in die Tatsache, dass wir die Produkte, die hier im Passauer Land produziert werden, in ganz Europa frei verkaufen dürfen, ohne diese Einbindung wäre unser Wohlstand nicht möglich gewesen, nicht denkbar. Und damit alle Folgen, dass wir Renten zahlen können, dass wir die Krankenkassen zahlen können und alles, was wir uns an Sozialstandards leisten. Wohlstand ohne Europa nicht denkbar. Und die Briten spüren das zurzeit, die Unsicherheit, wenn man die Europäische Union in Frage stellt. Ein zweiter Punkt, den ich euch zurufen will, wenn es um die Überlegung geht, was macht dieses Europa denn heute im Großen aus? Liebe Parteifreunde, wir sind heute im Jahr 2019. Vor 30 Jahren, das ist ein Jubiläum, das wir dieses Jahr feiern, fiel der eiserne Vorhang. Ich war letzte Woche in Prag, war dort auch zu Gesprächen in der deutschen Botschaft und war auf dem Balkon gestanden, auf dem Hans-Dietrich Genscher damals, 1989, den damaligen DDR-Bürgern, die in der Botschaft, in der BRD-Botschaft in Prag, damals Unterschlupf gefunden haben, als Hans-Dietrich Genscher denen sagte, ich habe mit den DDR-Verantwortlichen verhandelt und ihr dürft ausreisen. Über die DDR dürft ihr nach Deutschland ausreisen, in die BRD ausreisen. Und ich habe mit einem dieser damaligen Flüchtlinge ein paar Jahre später gesprochen, den habe ich zufällig getroffen. Und der hat mir geschildert, als er damals in der Prager Botschaft aufgebrochen ist, in den Zug gestiegen ist und als die erste BRD-Station, die erste BRD-Bahnhofstation kam, nämlich Hof, als er dann ausgestiegen ist aus dem Zug und den Boden geküsst hat. Weil er, liebe Parteifreunde, weil er gesagt hat, keine Stasi mehr. Weil er gesagt hat, keine Überwachung meiner Meinung mehr. Keine Beschneidung der Medienfreiheit, der Freiheit, meine Religion zu praktizieren. Schluss mit Unterdrückung. Ich möchte in Freiheit leben. Und liebe Parteifreunde, dass wir heute auf dem gesamten Kontinent, von Lissabon bis nach Riga, in Freiheit leben dürfen, ist ein Geschenk, in dem wir uns befinden, dass wir das erhalten haben. Wir sind stolz darauf und wir sind froh, dass wir in diesem freien Europa heute gemeinsam leben dürfen. Erstens Wohlstand. Zweitens Freiheit auf dem gesamten Kontinent, und ich darf euch sagen, dass ich am Donnerstag und Freitag in Warschau sein werde, um dort einen Wahlkampf zu machen. Ich bin dort unterstützt von Lech Walesa, den die meisten sicher noch im Kopf haben, den früheren Präsidenten, den Chef von Solidarność, der den Freiheitskampf angeführt hat. Der macht mit mir in Polen Wahlkampf und unterstützt mich in meiner Bewerbung. Und wenn man solche Persönlichkeiten sieht, dann spürt man, dann kriegt man Gespür dafür, was es bedeutet, was wir auf diesem Kontinent gemeinsam erreicht haben. Und das Dritte lasst mir auch noch sagen. Das Dritte geht in der Geschichte
unserer europäischen Einigungsgeschichte noch weiter zurück. Nämlich die Fragestellung, was war nach dem Zweiten Weltkrieg auf diesem Kontinent? Und was haben Politiker damals gesagt, wie geht es weiter? Und da waren Politiker wie Adenauer, wie Franz Josef Strauß, wie de Gaulle, wie de Gasperi in Italien, die gesagt haben, wir dürfen den Wahnsinn der Kriege, des Krieges auf diesem Kontinent nicht weiter praktizieren. Und dann die Aussöhnung, die Montanunion, die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die uns heute zur Europäischen Union geführt hat. Liebe Parteifreunde, ich möchte euch da auch eine Geschichte erzählen dürfen, die mich bewegt, seitdem ich Politik mache. Mein Vorgänger im Amt als Fraktionschef ist Josef Daul. Er ist heute Parteivorsitzender der Europäischen Volkspartei. Und der ist aus dem Elsass zu Hause. Ein Bauer, ein Landwirt vom Beruf. Ist heute, wie gesagt, einer der führenden Politiker Europas. Und den habe ich zu Niederbayern eingeladen gehabt, schon vor Jahren. Ich habe die Geschichte auch schon öfter erzählt, weil sie mich wirklich bewegt. Und liebe Freunde, dann hat der Josef Daul berichtet, wie er als junger Mann, er ist mittlerweile knapp 70 Jahre alt, im Bauernhof im Elsass saß nach dem Zweiten Weltkrieg und sein Vater mit ihm über Politik gesprochen hat. Und dann hat sein Vater zu ihm gesagt, wenn die Politiker in Bonn, damals Bonn mit Adenauer und Paris de Gaulle, wenn die glauben, dass ich am Deutschen jemals wieder die Hand gebe, dann haben sie sich geschnitten. Ich gebe am Deutschen nie wieder die Hand. Ich weiß nicht, was der Mann im Krieg erlebt hat. Ich weiß nicht. Aber es gab damals ein Grundgefühl auf diesem Kontinent, nämlich tief sitzenden Hass aufeinander, weil jede Familie von diesem Krieg existenziell betroffen war. Und die Parteifreunde, trotzdem haben damals Politiker gesagt, wir müssen diesen Irrsinn, dass jede Generation einmal in den Krieg zieht, beenden. Und dass wir seit 60 Jahren in Frieden leben dürfen, ist dieser Europäischen Union geschuldet. Der Josef Daul hat dann berichtet, dass er gesagt hat, sein Vater, ich kann nicht den Deutschen die Hand geben. Aber du, lieber Josef, du bist die junge Generation, du bist die nächste Generation. Geh über den Rhein hinweg, geh zu den Deutschen, schließt neue Freundschaften, baut ein neues Europa auf. Das ist die einzige Chance, dass wir diese kriegerischen Zustände beenden. Und dass wir heute seit 60 Jahren in Frieden leben dürfen, ist ein großes Geschenk der Europäischen Union, auf das wir stolz sind. Wir als Europäische Volkspartei, als CDU und als CSU, liebe Freunde. Ihr erlaubt mir, dass ich in meinem Einstieg heute diese Überlegung, dass wir manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, das Wertvolle oftmals nicht mehr wahrnehmen, dass ich das in den Anfang stelle. Weil dieses Europa heute im Wahljahr 2019 wieder herausgefordert wird. Von Nationalisten, von extremen Populisten, die das Europa, das Franz Josef Strauß, Adenauer, Kohl und Weigel aufgebaut haben, dass dieses Europa unter Beschuss steht und sogar zerstört werden kann, wenn wir den Brexit uns nochmal vergegenwärtigen. Deswegen, es geht im Wahljahr 2019 um verdammt viel. Der erste Punkt ist, diesen Stolz zu spüren auf dieses Europa, in dem wir heute leben dürfen. Das zweite, liebe Freunde, ist dann natürlich, Politik im Heute und Jetzt zu machen. Politik startet für mich im Zuhören, im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Als ich mich in Helsinki beworben habe und die Spitzenkandidatur habe ich von meiner Heimatgemeinde von Wildenberg in der Hallertau in Niederbayern geredet, wo ich zu Hause bin und wo ich verankert bin. Und habe berichtet, was die Leute mir, die Bauern dort, Krankenschwester, meine Friseurin, Friseuse oder was ist der neue Begriff dafür? Ich weiß nicht genau, war das korrekt jetzt gerade? Mal schnell überlegen. Also, ob die praktisch, mit denen habe ich da sozusagen geredet. Und liebe Freunde, da haben wir miteinander ins Gespräch kommen, von der Perspektive der Menschen aus Politik zu machen. Nicht von Eliten, von der Bürokratie, von Zentralstellen, sondern von den Menschen her Politik zu machen, ist aus meiner Sicht der richtige Ansatz. Und ich möchte euch da ein paar Themen zurufen, die Menschen umtreiben. Das erste große Thema im Wahljahr 2019 ist und bleibt das Thema, das auch uns Deutsche seit dem Jahr 2015 umtreibt, nämlich die Flüchtlingsfrage und wie wir damit umgehen. Und da gibt es drei klare Botschaften, die wir als EVP, als CSU aussenden. Die erste Botschaft ist, wir müssen auf diesem Kontinent dafür Gewähr tragen, dass wir wissen, wer sich auf europäischem Grund und Boden befindet. Liebe Freunde, Dankeschön. Ich war im Sommer letzten Jahres in Bulgarien, eines unserer ärmeren Länder, ein junges Land der Europäischen Union, und habe mir dort die Grenze zur Türkei angeschaut.
Da, wenn ihr an dieser Grenze seid, das ist in Burgas, war ich da am Schwarzen Meer. Wenn sie an die Grenze hingeht, da ist ein kleiner Fluss, der die Grenze markiert. Auf der einen Seite steht eine 50 Meter hohe türkische Fahne, auf der anderen Seite eine bulgarische Fahne und eine europäische Fahne. Da treffen sich Kontinente, das spürt man dort. Und an dieser Grenze, 180 Kilometer lang zwischen Bulgarien und der Türkei, hat der Boyko Borisov, der dortige Premierminister, ein Freund unserer Partei, hat er dort einen 180 Kilometer, 5 Meter hohen Zaun gebaut. Dieser Zaun, liebe Freunde, ist nicht schön anzuschauen und keiner will Zäune bauen auf diesem Kontinent, dass mich keiner falsch versteht. Aber dieser Zaun wurde gebaut in Abstimmung mit den türkischen Behörden mit einem Ziel. Und zwar mit dem Ziel, an dieser Grenze dafür zu sorgen, dass nicht mehr die Mafia und die Schlepperbanden entscheiden, wer europäischen Boden betritt, sondern dass der Staat und unsere Grenzschutzbehörden entscheiden, wer europäischen Boden betritt. Und ich sage euch, die Politiker, die das tun, haben unsere Unterstützung verdient und nicht unsere Kritik verdient. Das ist Position der Europäischen Volkspartei. Das Zweite ist genauso wichtig. Weil, liebe Freunde, wenn Papst Franziskus in Lampedusa steht und uns erinnert, dass wir ein christlicher Kontinent sind, dann erinnert uns das daran, dass wir Verantwortung tragen für Menschen. Und deswegen, wenn wir kontingentiert, so wie es die CSU immer gefordert hat, und zeitlich befristet auch weiter Menschen aus dem Bombenterror von Syrien helfen, dann gehört das auch zu Europa dazu. Und, liebe Freunde, wir werden uns darum kümmern müssen, dass wir uns um Afrika sorgen. Heute steht Syrien im Mittelpunkt, morgen geht es um Afrika. Und wir Bayern, wir Deutsche und wir Europäer können keine gute Zukunft haben, wenn es Afrika auf Dauer chaotisch schlecht geht. Und deswegen hat Gerd Müller recht, wenn wir einen Marshallplan für Afrika aufstellen und uns diesem Kontinent jetzt positiv zuwenden, liebe Freunde. Das, liebe Parteifreunde, sind die Antworten, die wir zu geben haben als Christdemokraten, Christsoziale, Europäische Volkspartei auf diesem Kontinent. Es gibt ein zweites Top-Thema, das ich ansprechen will. Ein Top-Thema, das vielleicht bei uns in Bayern, Niederbayern im Moment noch nicht so intensiv gespürt wird. Aber die Gewitterwolken ziehen leider auf. Ich meine damit die wirtschaftliche Entwicklung. Im Moment geht es uns sehr gut, es läuft richtig rund, aber die Gewitterwolken ziehen auf. Und ein Thema ist dabei Donald Trump. Ich stelle mir das bildlich so vor, der steht in New York auf seinem Trump Tower drauf, schaut in die Schluchten von New York runter, der Präsident Amerikas, und stellt fest, dass ihm da viel zu viele deutsche Fahrzeuge rumfahren, zu viele BMWs, Audis und Mercedes. Und deswegen sagt er, ich stelle mir vor, dass ich vielleicht Zölle erhebe für die Autos, die bei uns auch in Niederbayern produziert werden. Was übrigens die Stimmungslage, die Debattenlage bei uns in der Heimat von einem Tag auf den anderen radikal ändern würde. Es stehen also Gewitterwolken vor uns. Und wenn wir uns das vergegenwärtigen, müssen wir als Christsoziale eine Antwort geben, wie wir trotz dieser Veränderungen in der Welt weiter wettbewerbsfähig sind, weiter Wohlstand halten können. Und da lasst mir eines sagen. Amerika, die Vereinigten Staaten von Amerika, sind ökonomisch ähnlich groß wie die Europäische Union. Wirtschaftlich sind wir auf Augenhöhe unterwegs. Und deswegen muss Amerika wissen, wenn Amerika gegenüber Europa einen Handelskrieg beginnt und Autozölle gegenüber unseren niederbayerischen Produkten aktiviert, dann werden wir darauf antworten müssen. Wir sind bereit zu Verhandlungen, keine Frage. Aber diese Verhandlungen müssen auch mit dem starken Partner Vereinigte Staaten von Amerika auf Augenhöhe funktionieren. Wir lassen uns als Europäer nicht erpressen, liebe Parteifreunde. Um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, gehört dazu, dass wir eine stabile Währung haben, das immer wieder diskutiert wird, wie es mit dem Euro weitergeht. Helmut Kohl und Theo Weigel haben den Euro eingeführt, weil sie das Gefühl hatten, es kommt vielleicht mal eine Zeit auf uns zu, wo im Weißen Haus nicht mehr der engste Partner sitzt und wo wir dann wirtschaftlich stark sein müssen, geeint sein müssen. Und sie hatten recht mit ihrer Entscheidung. Und liebe Freunde, in den letzten Jahren haben wir doch erlebt, welcher Weg in Europa der richtige ist. Es ist nicht der Weg des Schuldenmachens.
Es ist nicht der Weg der Umverteilung. Es ist nicht der Weg der Reformverweigerung, sondern es ist der Weg des mutigen Gestaltens. Es ist der Weg, stabile Haushalte auf den Weg zu bringen. Es ist der Weg, in die Zukunft zu gehen. Und wir Bayern haben es vorgemacht. Es war Edmund Stoiber, der erste Spitzenpolitiker, der durchgesetzt hat, dass wir Bayern damit begonnen haben, endlich Haushalte aufzustellen, wo keine neuen Schulden gemacht werden. Die CSU hat es vorgemacht und in ganz Europa müssen wir es jetzt durchsetzen. Schulden sind der falsche Weg. Ein zweites Thema ist dabei notwendig, um wirtschaftlichen Wohlstand zu erhalten. Wir werden uns schützen müssen in der Welt von morgen. Was meine ich damit? Eine Macht wie die Volksrepublik China hat die letzten Jahre und Jahrzehnte aufgeholt, vom Entwicklungsland hin zur respektablen Industrieregion. Und jetzt spüren wir, dass die Volksrepublik China nicht mehr nur aufholen will, sondern dass sie Führung übernehmen will, gestalten, vielleicht sogar dominieren will. Und in dieser Welt leben wir heute. Mit vielen Schulden, die China selbst aufnimmt, investieren sie auf der ganzen Welt. Sie kaufen Firmen auf. Das portugiesische Stromnetz, den Hafen von Piräus und in Bayern die Firma KUKA, eine Kronjuwele der unserer Industrie, nämlich für Robotik. Und liebe Freunde, wenn ihr solche Entwicklungen uns anschaut, dann bin ich der Meinung, dass wir Europäer natürlich offen sind für Welthandel, wie ich es beschrieben habe, aber wir Europäer dürfen nicht naiv sein. Und deswegen brauchen wir in Europa Gesetze, die es unterbinden, dass Schlüsseltechnologie, das Herz unserer europäischen Industrie, durch ausländische Mächte aufgekauft wird und wir so unsere Zukunftsbasis verlieren. Ja zu Welthandel, aber dumm anstellen dürfen wir uns nicht dabei, liebe Freunde. Das ist der Punkt. Und einen letzten Gedanken lasst mir zur Wirtschaft noch sagen. Liebe Freunde, Anni Scheuer hat bereits darauf hingewiesen, dass Franz Josef Strauß auch an diesen Rednerpulten, nicht hier, aber in Passau, über Airbus gesprochen hat. Das war damals in den 60er Jahren eine fantastische Idee, ein Verkehrsflugzeug zu bauen, das wettbewerbsfähig ist mit Boeing. Es hat damals niemand geglaubt, dass Europa sowas kann. Franz Josef Strauß hat gesagt, wir machen das jetzt. Und heute ist Airbus wettbewerbsfähiger als Boeing. Und deswegen brauchen wir wieder diese neuen Technologien. Und was wäre mein Projekt, das mir durch den Kopf geht, um deutlich zu machen, was wir zu leisten imstande sind als Europäer. Liebe Parteifreunde, 40% von denen, die heute hier im Saal sind, 40% aller Europäer werden in ihrem Leben irgendwann mal mit Krebs konfrontiert sein. Wer das im privaten Bereich mal erlebt hat, bei Freunden, bei Familienangehörigen, weiß, wovon man spricht. Und liebe Freunde, wenn wir in Europa die Idee verfolgen würden, dass wir alle Gelder, die wir haben, alle wissenschaftlichen Experten, die wir haben, alle Daten, die wir haben, zusammenbinden würden und einen Masterplan im Kampf gegen Krebs entwickeln, um zu sagen, dass wir Europäer die Ersten sind, die eine Antwort auf Krebs geben, es vielleicht stoppen können oder sogar heilen können. Keiner kann versprechen, ob das in 5, in 7 oder in 10 Jahren funktioniert. Aber die Tatsache, dass wir uns großen Projekten zuwenden, dass wir sagen können, wenn das gelingt, dass wir stolz darauf sind, Europäer zu sein, weil wir die Welt zu einem besseren Platz gemacht haben. Liebe Freunde, dann wären das meine Projekte für die zukünftige Innovation, die Welt zu einem besseren Platz zu machen. Das schaffen wir Europäer und wir müssen es anpacken, miteinander solche Projekte anzugehen. Liebe Freunde, das waren die zwei Top-Themen, die wir haben in Europa. Das eine ist die Migration, das zweite ist die Wirtschaftsfrage. Und es gibt darüber hinaus so viele von ganz konkreten Punkten, die uns die Leute fragen. Ich war in Zypern beispielsweise. Da gibt es eine Hauptstadt, die nach wie vor geteilt ist, weil die Türkei einen Teil von Zypern besetzt. Und da fragen mich die Bauern dort, Herr Weber, wie halten wir es denn eigentlich mit der Türkei? Und da hat der Manfred Weber in seiner CSU-Verankerung eine ganz klare Position. Liebe Freunde, jeder will mit der Türkei gute Beziehungen. Jeder will eng zusammenarbeiten, aber wenn ich Kommissionspräsident werde, liebe Freunde, dann werde ich die Dienste in Brüssel anweisen, die Beitrittsgespräche der Türkei zur Europäischen Union zu beenden. Die Türkei kann nicht Mitglied der Europäischen Union werden. Lasst uns das klarstellen.
Und liebe Freunde, ich darf übrigens darauf hinweisen, dass der Kommissionspräsident wie die deutsche Bundeskanzlerin in Brüssel Richtlinienkompetenz hat, also insofern direkte Anweisungen geben darf, um das nochmal zu unterstreichen. Aber liebe Freunde, das sind die konkreten Themen und ein Thema, das mich auch umtreibt, wo wir uns vielleicht alle ein bisschen schwer damit tun, wie wir das fassen sollen, aber das ist dieses Megathema der Digitalisierung, wie das mit den Computern und mit den Apps und mit den Handys so weitergeht. Und liebe Freunde, da geht es um einen Punkt, nämlich um die Macht der Konzerne, von Facebook, von Twitter, von WhatsApp, von Instagram und wie sie alle heißen. Wenn die sich heute zusammenschließen, und das machen sie immer mehr, dann haben die in der Kommunikation eine Macht, die einem Monopol gleicht, die alles diktieren können für die Zukunft. Da steht uns eine Welt bevor, die vieles verändern wird. Und was ist zu tun? Liebe Freunde, es ist zu tun, dass wir jetzt beginnen, dieses Internet, diese digitale Welt so zu gestalten, dass es für unsere Ansprüche passt. Was meine ich damit? Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wir Facebook öffentlich zwingen dazu, den Computeralgorithmus offen zu legen, damit ich weiß, wer ist auf Liste 1 und wer ist auf Liste 50 gelistet. Also wer ist wichtig und wer ist nicht wichtig. Ist alles derzeit geheim, Staatsgeheimnis. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den Konzernen sagen, ihr habt europäische Regelungen des Datenschutzes, des Urheberrechts zu respektieren. Wer in Europa Geld verdienen will, der soll gefälligst europäische Spielregeln einhalten. Und liebe Freunde, ich kann mir vorstellen, dass wir gesetzlich klarstellen, dass nicht alles erlaubt ist im Internet. Dass wir Propaganda für Dschihadismus, dass wir das Verteilen von Kinderpornografie, dass wir das Unterbreiten von Fake News im politischen Bereich, dass wir das verbieten und dass ich nicht darauf vertrauen muss, dass Facebook das irgendwie gönnerhaft dann vom Netz schon nehmen wird. Das muss der Gesetzgeber regeln und das Wichtigste, liebe Freunde, ist, und da war ich ein stolzer Europäer, als die EU-Kommission gegenüber Irland gesagt hat, dass Apple 13 Milliarden Euro Steuern nachzahlen soll. Das Wichtigste ist, dass diese Konzerne, wenn sie hier schon Geld verdienen, gefälligst auch hier ihre Steuern zahlen. Ich möchte, dass nicht nur die Handwerker unsere Steuern zahlen, sondern auch die Apples und Facebooks dieser Welt. Dafür brauchen wir ein starkes Europa, liebe Freunde. Und neben diesen konkreten Herausforderungen möchte ich euch als letzten inhaltlichen Punkt noch deutlich machen, dass wir uns in einer Zeit befinden, wo sich wirklich Fundamentales auch international ändert. Ich habe heute bereits von dem Jubiläum 30 Jahre Mauerfall gesprochen. Was haben wir in diesen 30 Jahren erlebt? Wir haben erlebt, dass wir Partnerschaften geschlossen haben, Verträge abgeschlossen haben, Handel getrieben haben, die Europäische Union erweitert haben. Europa ist aufgeblüht. Aber liebe Freunde, heute ist die Realität eine andere. Der Konflikt ist zurück und auch der Wettbewerb der Systeme ist zurück. 90 Millionen Facebook-Fake-Accounts, also sozusagen unwahre Accounts, sind auf Facebook mit russischem Hintergrund tätig. In der Ostukraine sterben Menschen. In Syrien hat Russland gemeinsam mit Assad gebombt. Und an unserer Ostgrenze, die Parteifreunde an unserer Ostgrenze, werden Mittelstreckenraketen installiert. Der INF-Vertrag ist gekündigt. Mittelstreckenraketen, atomare Mittelstreckenraketen, haben einen Radius von 500 bis 2500 Kilometer und sind damit unser Problem, ein europäisches Problem. Das ist die Welt, in der wir uns heute befinden. Und deswegen möchte ich bei diesen Inhalten als letzten Akzent setzen, dass liebe Freunde, in dieser Zeit am Passau, am Aschermittwoch, eben auch der Ernst notwendig ist. Das Klartext reden, ja, aber auch der Ernst notwendig ist. Weil wir uns in dieser Zeit überlegen müssen, wie wir die richtigen Antworten geben. Und eine der Antworten ist, dass Europa in dieser Zeit erwachsen werden muss, dass Europa in dieser Zeit auch in der Lage sein muss, sich selbst zu verteidigen. Und wir Europäer müssen das machen, was in unserem Grundsatzprogramm der CSU seit Jahrzehnten drinnen steht, nämlich jetzt den Aufbau europäischer Verteidigungsstrukturen gemeinsam angehen. Liebe Freunde, Europa muss in der Lage sein, sich in dieser Welt gemeinsam aufzustellen und unsere Verteidigung in den Griff zu nehmen.
Und lasst mir vielleicht eines nur in diesem Zusammenhang sagen: Diese Verteidigungsfragen, diese gemeinsamen Verteidigungsstrukturen sind nur denkbar, wenn wir denen danken, die jeden Tag für uns in ihren Uniformen als Soldaten der Bundeswehr und vielen anderen Soldaten auf diesem Kontinent ihren treuen Dienst machen. Und deswegen ein herzliches Dankeschön an unsere Soldaten, die für unsere Freiheit und unsere Grundwerte jeden Tag eintreten. Liebe Parteifreunde, ich habe bereits darüber gesprochen, es ist schon ein Stück weit Aschermittwoch 2019 in einer Umgebung, wo die Herausforderungen ernster sind, auch am Aschermittwoch wichtig, über die Themen zu reden. Und wenn ihr mir erlaubt, möchte ich zum Schluss euch noch zurufen, dass es jenseits dieser konkreten inhaltlichen Antworten in Europa natürlich auch um die Art geht, wie wir Europa denken, wie wir Europa verstehen. Wenn Marine Le Pen, die Rechtsnationalistin aus Frankreich, in Frankreich Wahlkampf macht, dann steht sie vor den Menschen und sagt zu den Menschen: Seid stolze Franzosen und zum Teufel mit diesem Europa. Das ist die Botschaft der Nationalisten auf diesem Kontinent. Und liebe Freunde, was ist unsere Antwort als CSU? Es ist die Antwort, die seit Jahren, seit Jahrzehnten Franz Josef Strauß in die Bücher unserer Partei geschrieben hat, nämlich der Spruch: Bayern meine Heimat, Deutschland mein Vaterland und Europa meine Zukunft. Und ich lasse mir vor keinem Populisten, vor keinem Nationalisten einreden, dass das ein Widerspruch ist. Diese Identitäten gehören für uns zusammen, liebe Freunde. Die Nationenfrage ist wieder zurück und für uns gehören diese Identitäten zusammen. Das Zweite, wie wir Europa denken, liebe Freunde, ist, dass wir für ein demokratisches Europa stehen. Wir sagen Nein zu einem Europa der Eliten, der Bürokraten, der Diplomaten und wir sagen Ja zu einem Europa, das den Bürgern gehört und das im Europäischen Parlament gestaltet wird. Und wir haben dafür ein starkes Angebot als CSU. Angelika Niebler in Oberbayern, Markus Ferber in Schwaben, Monika Hohlmeier in Oberfranken, in Christian Dolleschal in Oberpfalz, es ist Marlene Mortler in Mittelfranken, Bernd Posselt in München, es ist Christian Staat in Unterfranken. Nur die CSU bietet ein Angebot, wo alle Regionen Bayerns auch im nächsten Europäischen Parlament eine Stimme haben. Und im Europäischen Parlament wird entschieden, wie es weitergeht. Wir wollen ein demokratisches und bürgernahes Europa und dafür kämpfen wir. Und liebe Freunde, wir wollen ein Europa, das verwurzelt ist, das in seiner Kultur und in seiner Geschichte verankert ist. Zwei Drittel aller Europäer sind Christen, haben den christlichen Glauben in verschiedenen Ausprägungen. 50% aller Europäer der heutigen Europäischen Union sind Katholiken, liebe Freunde. 50%. Und deswegen sage ich euch, wenn ich so ein Bild sehe, ich habe das immer im Kopf, wo der Josef Vilsmaier ein Bild über Bayern, einen Film über Bayern gemacht hat. Bavaria heißt der Film. Hat schon mittlerweile ein paar Jahre auf dem Buckel. Und da fliegt er über Bayern drüber, über die verschiedenen Ecken. Und da macht er Aufnahmen mit dem Hubschrauber. Und liebe Freunde, in diesem Film, in der gesamten Sendezeit des Films, werden zu nahezu 50% nur Kirchen und Klöster gezeigt. Und damit zeigt man auch die Schönheit unseres Landes, die Verwurzelung unseres Landes, die Identität unseres Landes, Bayerns, Deutschlands und ganz Europa ist zutiefst christlich geprägt. Und wir finden, dass das gut ist und dass das erhalten werden soll für die Zukunft, liebe Freunde. Und liebe Freunde, zu guter Letzt, unser Europa ist etwas, auf das wir stolz sind, aber unser Europa ist im Jahr 2019 auch ein Europa, das wir verteidigen müssen. Am Anfang war Adenauer, Strauß, Kohl und Weigel. Wir haben viel erreicht und sind, wie gesagt, dankbar. Aber heute geht es um den Kampf gegen die, die dieses Europa zerstören wollen. Und das ist in Deutschland die Alternative für Deutschland, die sogenannte Alternative für Deutschland. Sie werden, liebe Freunde, immer dreister und immer radikaler. Erinnert ihr euch noch an Bernd Lucke? Das war mal ein Parteichef der AfD. Er ist zurückgetreten
mit dem Argument, die AfD wird zu rechtsradikal, ich kann das nicht mehr verantworten. Dann kam Frauke Petri, erinnert ihr euch? Die Frauke Petri ist dann zurückgetreten mit dem Argument, ich halte die rechten Truppen nicht mehr unter Kontrolle, die AfD wird zu rechtsradikal, ich trete zurück. Und heute ist faktisch nicht der Gauland-Vorsitzende der AfD, der eigentliche Vorsitzende der AfD ist Bernd Lucke. Sie sind in die Höcke, Entschuldigung, ist der Kollege Höcke aus den neuen Ländern, der dafür steht, was wir in Chemnitz erlebt haben, nämlich für das Side-on-Side-Marschieren von AfD, NPD und Neonazis. Und ich will kein Land, in dem die Verantwortung tragen. Ich will auch kein europäisches Parlament, in dem die Verantwortung tragen. Und deswegen werden wir uns mit aller Klarheit gegen sie hinstellen und gegen sie kämpfen. Und liebe Freunde, was mich wirklich ärgert, was mich wirklich umtreibt dabei, ist diese unsägliche Provokation. Markus, du hast es heute auch in einem Interview zum Ausdruck gebracht. Diese unsägliche Provokation mit dem Plakat der AfD, dass Franz Josef Strauß vermeintlich AfD wählen würde. Liebe Freunde, wenn Franz Josef Strauß hier stehen würde, dann würde er mit seiner Brillanz der Rhetorik, mit all seiner Kraft gegen diese rechten Dumpfbacken kämpfen und dafür kämpfen, dass die nicht Verantwortung tragen. Hört bitte auf, das Andenken dieses stolzen bayerischen Politikers so zu beschädigen, liebe Freunde. Das ist der Rahmen für das Wahljahr 2019, dass wir stolz sind auf das, was erreicht worden ist, dass das Europa verbessert werden muss, aber es hat noch nie ein besseres Europa gegeben, als das, in dem wir heute miteinander leben dürfen. Liebe Freunde, dass wir den Rechten und den Linken Scharfmachern entgegentreten und sagen, es gibt einen guten Weg für Europa, aber das ist kein linker Weg der Schuldenmacherei, das ist kein rechter Weg des Nationalismus, es ist der Weg der christlich-sozialen Union, der Europäischen Volkspartei, eine Politik der Mitte, die Europa zu dem gemacht hat, was es heute ist, auf was wir stolz sind und was wir auch in die Zukunft tragen werden. Und jetzt, liebe Freunde, habe ich eine persönliche Bitte. Ich habe die Aufgabe erhalten, übertragen bekommen. Ich habe die Ehre, für die gesamte Europäische Volkspartei in ganz Europa in den nächsten 3 Monaten Wahlkampf zu machen. Ich habe die Aufgabe bekommen, für unsere politische Familie zu reden, zu argumentieren, zu überzeugen, damit wir in diesen Wahlen erfolgreich abschneiden und gewinnen. Und ich kann das nicht alleine. Ich kann das nur schaffen, wenn ihr mir helft, wenn wir zusammenhalten. Und deswegen bitte ich euch, geht raus, sprecht eure Nachbarn an, mobilisiert, sagt ihnen, wählt bayerisch, wählt CSU, wählt eine gute Zukunft für die CSU, sorgt dafür, dass wir ein starkes Ergebnis bekommen, dass auch ich starken Rückenwind aus meiner Heimat Bayern bekomme, damit wir Europa führen und in eine gute Zukunft führen. Herzlichen Dank und Glück auf. Dankeschön. Der Spitzenkandidat der EVP zur Europawahl, ein Bayer für Europa, Manfred Weber.
Liebe Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, dies war eine großartige Rede, ein großartiges Bekenntnis zu Europa. Und ich darf mal eines sagen, ein Grund bei dieser Europawahl und ein ganz wichtiger ist, dass alle anderen Parteien, entweder Hinterbänkler oder Zählkandidaten ins Europäische Parlament senden wollen. Es gibt nur eine Partei in Bayern, die den Chef der EU-Kommission stellen will, und das ist die CSU, und das ist für Manfred Weber, liebe Freunde. Lieber Manfred, eins darf ich dir versprechen. Du hast eine Bitte geäußert. Und auf diese Bitte folgt dein Versprechen. Wir wollen kämpfen für Europa. Wir wollen kämpfen für die CSU. Wir wollen aber auch kämpfen für dich und für uns. Endet die Europawahl nicht am 26. Mai abends mit der Auszählung der Ergebnisse, sondern, liebe Freunde, wir müssen danach auf allen Feldern arbeiten, dass nicht nur viele Abgeordnete der CSU ins Europäische Parlament kommen, sondern wir haben ein klares Ziel, liebe Freunde. Bundeskanzler geht nicht, aber Chef der EU-Kommission geht. Dafür kämpfen wir, Manfred. Das ist unser Versprechen. Alles Gute, viel Erfolg von deiner CSU. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, Passau. Passau ist das Hochamt. Es ist schon wahr, Passau ist nicht alles. Aber ohne Passau ist die deutsche Politik nichts, liebe Freunde. Und alle, die immer so lästern darüber, über die CSU, über die Erfinder des Aschermittwoch, das sind genau die gleichen, die sich peinlich auf den Weg machen, einmal im Jahr nach Bayern kommen und dort in hilfloser Form vor 200 oder 300 Leuten versuchen, gute Reden zu halten, Inhalte mit Witz zu verbinden. Wenn es einer kann, kann es nur die CSU, liebe Freunde. Die anderen sind Epigonen und können das nicht. Ich war letztes Jahr, Manfred, du hast es erwähnt, auch schon hier gestanden. Noch nicht als Ministerpräsident, ich habe noch gewartet darauf. Ich kann mich aber erinnern, was damals losging und was über das ganze Jahr währte. Viele, viele in Deutschland, vor allem die Linke in Deutschland, hat gehofft, sie kann die CSU, sie kann den Mythos CSU schleifen. Sie hatten gehofft, in Bayern werden ganz neue Zeiten anziehen und die CSU wird ein Kapitel der Geschichte sein. Irgendein Journalist schrieb, naja, so schlecht waren sie in der Vergangenheit, aber wir sind sicher, die Zukunft Bayerns werden sie nicht bestimmen. Ich sage euch mal eines, es stimmt, es war ein harter Kampf. Es stimmt, Edmund, dass das Ergebnis nicht historisch das war, was wir wollten. Aber liebe Freunde, eines ist klar, wir können und werden weiter in Bayern stabil regieren. Und deswegen sage ich allen Linken, die meinen, Bayern sei geändert, denen kann ich nur eines sagen. Wir sind da. Ihr müsst mit uns rechnen und wir als CSU bleiben da, liebe Freunde, stärker im Vergleich zu allen anderen. Ich begrüße alle Gäste aus Bayern, aus Deutschland, aus dem Rest der Welt. Ich hoffe, die Simultanübersetzer kriegen es hin, Niederbayerisch und Fränkisch gut zu übersetzen, ja. Aber liebe Freunde, klar ist, das ist eine Wahl bei der Europawahl, in der es eine Manfred-Wahl ist, aber schon eine Schicksalswahl, du hast es beschrieben. Nun zugegebenermaßen beim letzten Aschermittwoch vor einer Europawahl haben wir uns sehr breit aufgestellt. Und der eine oder andere war sich gar nicht sicher, ist die CSU jetzt für Europa oder nicht, liebe Freunde. Ich kann Ihnen nur eines sagen, die Zeit von 2014 zu heute hat sich natürlich geändert. Es gibt immer noch viel Kritik im Detail und viel zu verbessern. Aber was anders ist, dass heute Europa tatsächlich auf dem Prüfstand steht. Hätte einer von euch wirklich geglaubt, dass die Briten austreten wollen? Hätte einer wirklich vorhergesehen, dass so eine Abstimmung, ich kann mich an die Kommentatoren erinnern, naja, da muss man ein bisschen Luft lassen. Und jetzt erleben wir in Großbritannien,
seit 2 Jahren das pure Chaos in dem Land. Ein wirtschaftlich starkes Land steigt ab, liebe Freunde. Das Land selber ist gelähmt und kann nicht mehr handeln. Und an anderen Stellen Europas gibt es ähnliche Bestrebungen. Ich sage euch eines, bei aller Kritik im Detail, ich bin nicht bereit, wir sind nicht bereit, Europa Nationalisten, Populisten oder Extremisten zu überlassen. Das ist unser Europa der Freiheit und dafür kämpfen wir, liebe Freunde. Und wie immer, wenn einer sich schwierig entwickelt, findet er Nachfolger und Epigonen. Die AfD, Manfred hat es angesprochen. Die AfD ist ja für etwas Ähnliches, für den Dexit. Das ist kein Witz. AfD ist sowieso homolos, liebe Freunde. Aber das, was da anstehen würde, stellt euch das einmal vor. Deutschland würde austreten. Das ist nicht nur das Ende der Wirtschaftskraft Deutschlands, das ist das Ende der Freiheit und das Ende des europäischen Idee, wie wir es kennen. Und deswegen sage ich es im letzten Jahr, sage es wieder und schließe an, was du sagst. Die AfD sind nicht vereinsamte, verwirrte Konservative. Der Flügel um Höcke, so nennt er sich Flügel, ist auf dem Weg ins Rechtsextreme, deren einziges Ziel ist zu zerstören. Und deswegen finde ich es richtig, dass die AfD endlich vom Verfassungsschutz unter die Lupe genommen wird. Und ich kann nur eines sagen, es gibt sicher AfD-Mitglieder, die meinen, sie würden was Gutes tun. Da gibt es auch welche, die vielleicht einmal, lieber Paul, im bürgerlichen Lager waren. Denen kann ich nur eines raten, und zwar mit aller Konsequenz. Wenn ihr nicht wollt, dass ihr am Ende von Herrn Höcke vereinnahmt wird, wenn ihr nicht wollt, dass ihr für das steht, was diejenigen davor machen, dann gibt es nur eine Konsequenz. Austreten oder rausschmeißen, kehrt zurück und lasst die Nazis in der AfD allein, liebe Freunde. Es ist Zeit für einen Richtungswechsel. Liebe Freunde, manchmal wundert man sich ja, über was wir in Deutschland diskutieren. Der Manfred hat es beschrieben. Und wie sich die Welt verändert. Bei Europa geht es nicht nur darum, was bei uns jetzt stattfindet, sondern es geht auch darum, wie sich die Welt um uns rasant dreht und ob wir Europäer eine Antwort darauf finden. Liebe Freunde, es geht darum, behalten wir einen Fuß in der Tür der Weltpolitik oder treten wir davon ab? Die Münchner Sicherheitskonferenz vor einigen Wochen war da ein gutes Beispiel. Ich bekenne mich. Ich bin neben einem US-Hospital in Nürnberg aufgewachsen. Ich bin seit meiner ganzen Jugend immer schon sozialisiert als ein großer Anhänger der transatlantischen Idee. Ich glaube auch an die Zukunft der Freundschaft USA und Europa jenseits aller Politiker. Aber eines sage ich euch schon und das auch mit klaren Worten. Ich schließe an. Wenn man manche Rede dort gehört hat, kann ich nur sagen, wir sind für die US-Freundschaft, wir sind für die NATO, aber wir brauchen Partnerschaft statt Gefolgschaft, wir brauchen Gespräche statt Befehlsausgabe. Und liebe Freunde, wir müssen Freunde sein und keine Untergebenen sein. Wir wollen Partner bleiben, aber nicht nur Empfänger und Ansagen aus Washington bekommen. Das kann leider nicht der Weg sein. Und lieber Manfred, die Kanzlerin hat es ja gesagt bei der Sicherheitskonferenz, wir sind wirklich eng verbunden. Aber eines verstehe ich nicht, liebe Freunde. Wie kann es eigentlich möglich sein, dass deutsche Panzer die Sicherheit verbessern, aber bayerische Autos die Sicherheit gefährden? Lasst uns lieber vernünftig reden und nicht über so einen Unsinn. Manfred sagt, wir brauchen ein starkes Europa. Ein Europa, das Freiheit und Schutz gewährt. Ein Europa, das schützt und nützt, liebe Freunde. Arbeitsplätze hast du angesprochen. Ich will aber auch noch mal was sagen zum Schutz der Außengrenzen, liebe Freunde. Bayern ist weltoffen. Und wir sind das Land, das die meiste und die bestintegrierte Zuwanderung in unserem Land hat, lieber Joachim Herrmann. Und Zuwanderung belebt. In der Wirtschaft, in der Kultur, im Sport. Ich wäre total froh, wenn wir ein paar gute Stürmer vom Club bekämen. Ja. Ah, ich weiß schon.
können jetzt alle lachen, aber jetzt ist nicht die letzte Saison in der Geschichte. Aber liebe Freunde, ich möchte ausdrücklich sagen, dass es nicht nur um Zuwanderung geht, die ihn nützt. Es geht auch um Hilfe und Solidarität. Und ich möchte gerade hier in Passau es nochmal sagen. Was wurden wir zu Beginn in Berlin verlacht, als damals die große Welle rollte? Und wie großartig haben Landräte, Franz Mayer beispielsweise, Christian Bernreiter, viele andere, haben mitgeholfen, Integration zu leisten, in der Stunde der Not da zu sein, Menschen Hilfe zu geben. Und zwar, liebe Freunde, bis heute. Ich möchte allen, die die CSU gerne mal angreifen, eines sagen. Wir haben in Bayern gezeigt, wie wirkliche Integration geht, wie Hilfe geht, wie Liebe am Nächsten stattfindet. Und deswegen danke an alle, die mitgeholfen haben. Als Ministerpräsident bin ich stolz auf die Leistung der vielen Menschen, gerade in der Liebe und Hilfe zu anderen. Aber auch an die Adresse der ganzen Grünen und anderen, die sich dahinter mittlerweile versammeln. Liebe Freunde, Europa bleibt nur dann dieses Europa, das wir wollen, wenn all diese Fragen geordnet stattfinden. Es bleibt nur dann ein solches Europa, wenn die Zuwanderung gesteuert wird. Und wenn ich dann immer noch höre in manchen Programmen der Grünen, die eine unbegrenzte Zuwanderung fordern, kann ich nur sagen, das ist nicht unser Weg. Und wenn mancher davon träumt, Schwarz-Grün doch noch zu etablieren, kann ich nur sagen, solange die Grünen in Berlin sogar die Rücknahme in die sicheren Herkunftsstaaten blockieren, kann ich mir eine Zusammenarbeit mit diesen Leuten nicht vorstellen, liebe Freunde. Dabei bleibt es. Und was mich besonders freut, ich bin mir nicht sicher, ob in den Jahren 15, 16 und 17 und 18 ein CDU-Generalsekretär gerne und freudig zu uns gekommen wäre. Was mich sehr freut, liebe Freunde, ist, dass CDU-CSU wieder ein neues Kapitel aufschlagen. Wir sind zwei Parteien, aber beim Thema Zuwanderung ein Kurs. Es gibt eine neue Linie der CDU, die die alte der CSU ist. Und ich darf sagen, Annegret Kramp-Karrenbauer und ich können eines versprechen. Mit uns wird sich 2015 und der ganze Streit danach nicht wiederholen, liebe Freunde. Wir arbeiten wieder stark zusammen für unser Land, für Deutschland und auch für Europa. Aber ich habe noch einen Wunsch dazu. Damit das Konzept Humanität und Ordnung, Hilfe und Härte funktioniert, müssen wir noch eine Menge tun. In Bayern, lieber Joachim, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Aber national habe ich zwei Anliegen. Das erste, liebe Freunde. Im Moment funktioniert Integration besser als gedacht. Aber auf Bundesebene wird vom Bundesfinanzminister überlegt, die Kosten für Integration runterzufahren und damit, lieber Kurt Griebel, die Städte und Gemeinden allein zu lassen. Liebe Freunde, jetzt sind wir gerade auf einem guten Weg der Integration. Wenn an der Stelle ein nationaler Kahlschlag droht und die Gemeinden, die Landkreise und Städte nichts mehr bekommen, dann wird es auf Dauer zu einer Schwächung und Spaltung führen. Das wird eine Integrationsaufgabe von 10 Jahren. Und deswegen die Bitte, der Wunsch, ja, die Forderung, wir brauchen einen nationalen Integrationsplan, der finanziert wird und nicht die Gemeinden und die Kommunen und die Städte auf ihren Kosten sitzen bleiben, liebe Freunde. Wir sind eine kommunale Partei, wir müssen für die Kommunen kämpfen. Und volle Rückendeckung für Horst Seehofer in seinem schwierigen Amt, wenn es zweitens darum geht, Verfahrensfragen zu vereinfachen. Ich kann Ihnen nur eines sagen. Die Akzeptanz der Bevölkerung und das Abwenden von der AfD wird dann stärker werden, gerade bei diesem Thema, wenn es uns schlicht und einfach gelingt, bei der Balance von Integration zu schaffen, so viel wie möglich und Abschiebung und Rückführung dort, wo nötig. Und deswegen mein dringender Wunsch, es kann nicht sein, dass wir in Deutschland diejenigen abschieben, die integrationswillig, arbeitswillig und integriert sind,
und nach wie vor diejenigen da bleiben können, die Kriminelle oder Gewalttäter sind. Ich sage Ihnen eines, wer Straftaten beübt, muss unser Land verlassen, liebe Freunde, und zwar rasch, schnell und konsequent. Und dann noch einen kleinen Satz zu dem, was aktuell verhandelt wird. IS-Kämpfer, die zurückkommen. Ich hoffe übrigens per vernünftigen Dokumenten und nicht nur per Twitter. Aber eines verstehe ich, aber ich habe noch eine Bitte, noch mal darüber nachzudenken. Wer für den IS kämpft, verlässt nicht nur deutschen Boden, er verlässt auch den Boden der Werte und der Verfassung. Wer sich dieser Ideologie angeschlossen hat, liebe Freunde, der kann nicht mehr in Anspruch nehmen, deutscher Staatsbürger sein zu wollen, liebe Freunde. Aber meine Bitte jetzt, ich habe gehört, Alex, stark und gut verhandelt. Es gibt jetzt einen Kompromiss in der Bundesregierung für die Zukunft, also für die zukünftigen Kämpfer. Jetzt muss ich euch eines sagen, der IS ist noch nicht ganz weg, aber doch kaum mehr da. Ich bitte noch einmal herzlich zu überlegen, was ist für ein Signal an die Bürger, wenn wir sagen, für die nächste IS-Armee überlegen wir das und jetzt reihenweise Leute zurückkommen, die erkennbar sich auf den terroristischen Boden bewegt haben. Lasst uns schauen, dass es auch geht, dass diejenigen, die jetzt betroffen sind, diese Staatsbürgerschaft verlieren, liebe Freunde. Wer Deutscher sein will, muss sich zu unseren Werten, zur Verfassung und zu den Menschenrechten bekennen. Ein Vorwurf in dem Zusammenhang. Oder eine Bitte der Amerikaner ist allerdings berechtigt, das möchte ich ausdrücklich sagen. Manfred, du hast es angesprochen. Verteidigung. Liebe Freunde, natürlich macht Deutschland da zu wenig. Und ich finde, wenn unsere jungen Männer und Frauen in vielfältigen Auslandseinsätzen Dienst tun, dann haben sie verdient, dass ein Hochtechnologieland wie Deutschland, ein reiches Land für Deutschland, nicht Mangelverwaltung zeigt, sondern das Beste, was es zu bieten hat. Es ist doch peinlich, eine Ausrüstung zu haben, wo wahrscheinlich bald die Luftbereitschaft der Bundeswehr ersetzt werden muss durch SunExpress oder Ryanair. Es ist doch peinlich, wenn man schnelle Ersatzteile über Amazon oder Schrotthändler bekommt, als über unsere Bundeswehr. Und ich glaube auch, es braucht nicht neue Beratung, es braucht endlich Umsetzung und Management bei der Bundeswehr. Wir stehen zur Bundeswehr und wir wollen, dass die Bundeswehr ordentlich ausgestattet ist, liebe Freunde, damit sie ihren Dienst für unsere Menschen, für unser Land erfüllen können. Und eins sage ich auch, ich möchte auch da wie Manfred ein Dankeschön geben. Wir hatten vor einigen Wochen, jetzt wird es ja wieder vergessen so, große Schneechaos. Und wie da alle zusammengeholfen haben. Ilse, wir haben zusammen mit Stefan Mayer einen Empfang gemacht. Wie die Bundeswehr, wie die Bayerische Polizei, wie Technisches Hilfswerk, Bergwacht, Wasserwacht, alle Rettungskräfte, Rotes Kreuz, aus ganz Bayern sind sie zusammengekommen und haben geholfen. Und wenn man sieht, dass sie Stunde um Stunde ohne Schlaf gearbeitet haben, und andere zu retten, kann ich nur eines sagen. Wer sich so einsetzt, hat nicht nur unseren Dank verdient. Wer so für uns arbeitet, hat nicht nur eine Ehrennadel und Belobigung durch die Minister verdient. Wer sich so einsetzt, der hat verdammt nochmal auch uns die Pflicht und Schuldigkeit gegeben, dass die Ausrüstung, die sie haben, zu unserer Rettung auch entsprechend gut ist, liebe Freunde. Dafür werden wir als CSU streiten, einsetzen und uns kämpfen. Und wenn ich bei dem Thema schon zufällig in Berlin bin, dann möchte ich auch da was sagen. Liebe Freunde, die Hälfte der Legislatur ist fast vorbei. Also viel ist nicht passiert. Und schon wird über Bilanzen geredet. Ich kann Ihnen nur eines sagen. Nach einer Umfrage am Sonntag, in der Bild am Sonntag, war das Ansehen der Bundesregierung schon mal besser. Ich glaube, noch nie so schlecht. Und deswegen müssen wir jetzt hart daran arbeiten. Ich verstehe, liebe Freunde,
wenn die SPD sich nicht gut fühlt. Nach der Landtagswahl hier in Bayern, das war natürlich ein Ergebnis, wo wir keine Häme haben. Ich wollte übrigens vernünftigerweise mit allen reden. Die SPD war tagelang nicht erreichbar. Ging nicht. Nein, ich hätte eh nicht koaliert, aber ich wollte mal reden. Aber eines sage ich euch schon. Diese Diskussion um die innere Befindlichkeit der SPD kann nicht dazu führen, dass ganz Deutschland darunter leiden muss, dass die SPD offenkundig die Zeichen der Zeit verschlafen hat. Liebe Freunde, wir werden nichts tun, was der SPD nutzt. Wir tun nur das, was Deutschland etwas bringt, liebe Freunde, in Inhalt, Programm und Arbeit der Regierung. Und damit wäre mal der erste Schritt, bevor man was Neues macht, wäre mal zu überlegen, was man alles selber kaputt macht. Liebe Freunde, die ganze Welt, viele Gäste, sind fasziniert von einem Produkt aus Deutschland und vor allem aus Bayern, unseren Autos. Und liebe Freunde, es ist doch beeindruckend, die ganze Welt redet gut über bayerische und deutsche Autos, nur Deutschland macht nichts anderes, liebe Freunde, als dies schlecht zu reden. Ich kann euch mal eines sagen, ja, das kann doch nicht der Ernst unseres Landes sein. Andi Scheuer hatte heute einen leichten, aber in Berlin einen schweren Job. Und lieber Andi, du erlebst es ja ständig. Es ist ein einziges Genörgel. Ein einziges Genörgel und besser wissen, was alles anders sein soll. Liebe Freunde, wir diskutieren seit 2 Jahren über den Diesel mit vielen Unsicherheiten. Jetzt stellt sich raus, Grenzwerte, offenkundig grenzwertig. Jetzt streiten Politiker der Linken mit Pneumologen, wer recht hat. Interessante Diskussion. Vor 2 Jahren hat der Münchner Oberbürgermeister gesagt, wir brauchen Fahrverbote in München, weil die Werte so hoch sind. Jetzt sagt er, hoppala, wir haben nochmal nachgemessen. Eigentlich brauchen wir das Ganze gar nicht. Gleichzeitig fordert ein Gericht Strafe und Haft für die bayerische Staatsregierung. Ja, also wären in dem Fall die Freien Wähler. Man fordert Haft für Staatsregierung, während gleichzeitig man sich schwer tut, manche Kriminelle, liebe Freunde, ins Gefängnis zu bringen. Ich kann nur eines sagen. Deutschland neigt ja zu vielen Diskussionen, ob jetzt Indianerkostüme in Schulen nicht erlaubt sind. Liebe Freunde, wenn die Welt wüsste, über was für einen Quatsch wir streiten, hätte sie keine Angst und keinen Respekt vor uns. Wir müssen endlich wieder vernünftig werden, mit Vernunft an die Themen herangehen, dann wird es besser. Nochmal zur SPD und in Berlin. Also wie gesagt, ich habe totales Verständnis für die Lage und aber eins schon klar. Wenn man jetzt sieht, was da alles vorgeschlagen wird, Totalabschaffung von Hartz IV, Mindestlohn auf 12, wahrscheinlich steigert sich das jetzt noch im Europawahlkampf, 13, 14, eine Grundrente für alle und jeden, egal ob er es wirklich braucht. Liebe Freunde, das mag ja für den Parteitag der SPD Euphorie auslösen. Aber für den deutschen Tank ist das Zucker und Gift für die Konjunktur. Und darum sage ich euch ganz klar, einen Linksruck in Deutschland kann und darf es mit CDU, CSU nicht geben, liebe Freunde. Dafür stehen wir ein. Denn links ist immer falsch gewesen für Arbeitsplätze und Konjunktur. Wir sind sehr bereit, sage ich wirklich, über ein gutes Konzept der Grundrente zu reden. Kerstin hat da Vorschläge dazu gemacht, mit Verschonungen, Freibeträgen, Bedürfnisprüfung, alles geht. Wir haben mit der CEO vor lange geredet, der ein sehr gutes Gespür dafür hat. Da sind wir einer Meinung. Aber was niemals klappen kann, ist Folgendes. Mein Gefühl ist, dass mancher in der SPD jetzt die Latte unglaublich hochlegen will, um dann nach der Europawahl mit einer Revisionsklausel in irgendeiner Form zu glauben, man könne einen Koalitionsvertrag nochmal neu verhandeln. Eines sage ich euch schon.
Ich vertraue Andrea Nahles, dass sie diese große Koalition will. Aber von dem Herrn Kühnert würde ich weder ein Auto noch ein Fahrrad noch einen Roller kaufen, liebe Freunde. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Lieber Alexander, ich glaube, wir machen das gemeinsam und sagen das deutlich. Wir stehen zur Verantwortung und Stabilität. Stabilität ist aber auch eine Frage des Wollens. Und ich will jetzt endlich wissen, ist die SPD bereit, liebe Freunde, tatsächlich die nächsten 2 Jahre gute Politik für Deutschland zu machen? Oder sucht sie nur irgendeinen Vorwand, um sich irgendwo hinzubegeben, raus aus der Regierung? Ich sage euch eins, wir brauchen gute Ideen und das No-GroKo-Genörgel geht den Deutschen auf den Geist, liebe Freunde. Das muss sich ändern. Positiv, mutig und optimistisch. Und ein Satz noch zu einem Punkt, der mich besonders ärgert. Wenn Ausgaben, die sehr teuer sind, sofort, der Bundesfinanzminister ist da sehr faszinierend in seiner Mathematik, Albert. Er sagt, es ist weniger Geld da für den Verkehr, weil man die Steuer, es ist weniger Geld da für die Bundeswehr, man müsse vornehmlich bei Unionsministerien vielleicht sparen, aber wenn es um 10 Milliarden mehr geht für die Grundrente, null Problem, haben wir irgendwo versteckt. Und wenn man dann nachbohrt, hört man, was das Konzept ist. Das Konzept heißt, wie immer. Und wie immer das Linke machen, wenn ihnen nichts einfällt, liebe Freunde. Selbst wenn das Wetter schlecht ist, sagt der SPDler, dagegen müssen wir die Steuern erhöhen, liebe Freunde. Dagegen müssen wir die Steuern erhöhen. Und so erleben wir jetzt wieder eine Renaissance uralter Debatten. Ich war schon als junger Mann da, bei Strauß, bei dir, Edmund, immer das Gleiche. Alle paar Jahre kommen Steuererhöhungen als Mittel. Liebe Freunde, ich sage es an einem Beispiel. Die SPD findet es gerecht, beim Soli ein Zweiklassensteuersystem zu machen. Es endet eine nationale Aufgabe beim Soli. Und damit endet auch die nationale Abgabe. Und mir geht es nicht in den Kopf, warum es für viele, aber nicht für alle endet. Und der Albert hat mir das nochmal ausgerechnet. Bei einem zu versteuernden Einkommen von 61.000 Euro, so sagt das Bayerische Finanzministerium, ist dann keine Wegfall des Soli zu erwarten. Und das ist dann für die SPD superreiche. Liebe Freunde, wissen die eigentlich nicht mehr, was Handwerker, Facharbeiter in unserem Land verdienen? Ich sage euch eins, der Soli muss weg und zwar für alle, liebe Freunde. Das ist die einzige, das ist die faire und das ist die richtige Entscheidung. Wir machen keine Soli zweiter Klasse. Wir machen keine unsinnige Grundsteuer übrigens. Müsst ihr mal vorstellen, nach jetzigem Stand müssten wir im bayerischen Haushalt nachsteuern und 2000 Finanzbeamte zusätzlich anstellen, nur um die Grundsteuer zu regeln. Ich stelle gern mehr Polizisten an, gern mehr Lehrer, aber eines mache ich nicht. Was ich auf keinen Fall tue, ich werde, liebe Freunde, eines nicht tun, für eine verkorkste Monsterreform den bayerischen Haushalt sprengen, an dem am Ende höhere Steuern und höhere Mieten stehen, ist nicht unser Weg. Und wenn jetzt sogar der Hamburger Finanzsenator dem Bundesfinanzminister den Denkanstoß gibt, dass das Konzept Murks ist, dann finde ich, ab und zu kann man auf die eigenen Freunde hören, diese Grundsteuerreform machen wir so nicht mit. Wir wollen was Vernünftiges für Mieter, für Eigentümer und ohne neue Finanzbeamte, liebe Freunde. Ein letzter Punkt zum Thema Wirtschaft. Den meisten fällt es nicht so auf. Unsere Wirtschaft klagt. Wir haben den höchsten Strompreis je in Europa mit weltweit. Und es droht, liebe Freunde, und ich sage das ganz im tiefen Ernst, kein Klamauk hier, es droht die Einzigartigkeit Bayerns verloren zu gehen, wenn das alles so kommt in der Energie, wie es jetzt geplant ist. Ausstieg aus der Kernkraft, okay. Ausstieg aus der Kohle, wichtig. Aber es liegt parallel dazu noch kein einziges tragfähiges Konzept vor, wie dieser Ausstieg gemacht werden soll. Ich habe gefragt. Da sagt man, ja, unser Konzept ist Versorgungssicherheit und Preissicherheit. Liebe Freunde, das ist kein Konzept, das ist ein Ziel. Und deswegen mein dringender Wunsch.
hinsetzen. Energiewende 4.0 und vor allem eine, und das ist mir wichtig, die am Ende nicht zu Lasten des Südens geht. Ich gönne anderen die Windräder im Norden. Wenn aber die jetzige Energiewende und das Verteilen des Geldes aus dem Kohleausstieg nur dazu führt, dass Bayern abgehängt wird, liebe Freunde, dass der Süden deindustrialisiert wird, dass die Preise bei uns explodieren, dass die Firmen weggehen, liebe Freunde, dann kann das nicht sein. Ich sage euch eines, wir brauchen natürlich Leitungen, ja. Grüße an die Freien Wähler, ohne Netze kein Strom, sowie ohne Polder kein Hochwasserschutz, liebe Freunde. Das muss man schon mal sagen, ja. So, aber wir brauchen bei der Energie Ersatz. Wir haben das modernste Gaskraftwerk der Welt bei uns. Es ruht, es ist still, es ist eine Ruine, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und jetzt das Neue und Wichtige. Bayern und Baden-Württemberg sind sich da einig. Bayern und Baden-Württemberg gehen auch da einen gemeinsamen Weg. Liebe Freunde, ich kann nur eines sagen. Der Süden formiert sich, der Süden ist einig, die Südschiene steht. Wir wollen Partner sein, wir haben das beim Digitalpakt Schule gut gezeigt. Profil mit Stil heißt aber nicht, liebe Freunde, dass wir nicht in der Lage sind, für bayerische Interessen zu kämpfen. Und hier geht es um die Zukunft Bayerns. Und deswegen treten wir ein, dass wir nicht abgehängt werden, liebe Freunde. Wir wollen mit dabei sein. Wir wollen die Zukunft mitgestalten. Jetzt, wenn wir bei Energie sind, sind wir beim Klimaschutz, auch da ein paar Sätze. Wir müssen da mehr tun. Ich sage das nicht aus Taktik, sondern aus Überzeugung. Der Klimawandel ist Realität. Bei der AfD meint man ja zu sagen, Klimawandel gibt es nicht. Der sei nicht von Menschen verursacht. Das stimmt. In der Geschichte der Welt gab es Klimawandel durch Einwirkungen. Meteoriteneinschläge, Vulkanausbrüche. Liebe Freunde, ich habe recht wenig davon in letzter Zeit in Bayern und Deutschland erlebt. Das stimmt auch. Das stimmt auch, liebe Freunde, dass wir nicht alles allein können in Bayern. Nicht einmal in Deutschland. Aber natürlich wollen wir unseren Beitrag erbringen. Wir wollen auch Signale setzen, liebe Freunde. Aber eines sage ich auch, es muss mit Augenmaß und Vernunft passieren. Ich finde übrigens auch gut, wenn sich Schüler engagieren. Aber ich sage euch mal, ich hätte so gern, Edmund, für Franz Josef Strauß auch während Latein demonstriert, wenn ich das sagen darf. Wir in Bayern wollen eine gute Ausbildung der Schüler, jede Freiheit für Demos, aber bitte am Freitagnachmittag oder Samstag früh, liebe Freunde. Ja? Da kann man gut demonstrieren, da hat man viel Zeit und Ruhe dafür. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, da muss man mal sehen, dass Bayern, liebe Freunde, es wird immer so der Eindruck erweckt, ah, wir seien rückständig bei der Ökologie, wir hätten nichts zu bieten. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind der Klassenprimus in Deutschland. CO2-Verbrauch unter 6 Tonnen pro Tag und Kopf, in Deutschland 9 Tonnen. Nummer 1 bei erneuerbaren Energien, bei Wasser, Sonne und Geothermie. Und Michael an der Landwirtschaft? Die Nitratbelastung bei uns 9%. 30% in Schleswig-Holstein, da war mal Herr Habeck Umwelt- und Landwirtschaftsminister. Ökolandbau, 10% in Bayern, 5,6% in Schleswig-Holstein, da war Herr Habeck mal Landwirtschaft- und Umweltminister, liebe Freunde. Staatliche Förderung von Ökobau, Bayern 30% mehr als Schleswig-Holstein, da war Herr Habeck Umwelt- und Landwirtschaftsminister. Und bei Vertragsnaturschutz und Kulab macht Bayern 8-mal so viel wie welches Land? Schleswig-Holstein. Und wer war der Umwelt- und Landwirtschaftsminister? Herr Habeck, liebe Freunde, da brauchen wir keine Belehrungen haben. Das kann ich euch schon sagen. Kam da auch gestern Abend zum Aschermittwoch Vortreffen mit den Journalisten. Ich war noch nicht rasiert, ja. Wollte ich heute machen und dann sagen zwei Journalisten, oh, das sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Ist das jetzt wie Habeck und so? Sie würden sich das doch nie trauen. Sag mal eins, ja. So lässig wie der sind wir schon lange, bloß wächst bei uns mehr, liebe Freunde. Das ist der Unterschied. Ja.
So, also, bei Umwelt, Landwirtschaft und Wachstum sind wir voran. Und wir tun auch was für den Artenschutz. Wir wollen noch mehr tun. Ich sehe das Volksbegehren, sage ich ausdrücklich, als echte Chance an, einen ganz großen Wurf zu machen. Aber eines sage ich schon. Und es sind viele Initiatoren, die haben es nicht gemacht, die Grünen aber schon. Artenschutz geht nur voran, wenn wir es mit der Landwirtschaft tun und nicht dagegen. Und mich ärgert es, liebe Freunde, mich ärgert es. Unsere Landwirte, ob biologisch oder konventionell, machen das aus Liebe zum Land. Den Albert Führer kann ich immer erreichen. Ich bin ein sehr großer Frühaufsteher. Ja? Und deswegen verschicke ich in der Früh relativ viel SMS. Es ist für den einen oder anderen Minister schwerer. Der muss noch sich an gewöhnen. Für den Albert, der mal aus der Landwirtschaft kommt, kein Problem, der ist ab 5 wach. Und wer das sein Leben lang gemacht hat, keinen Urlaub gehabt hat, früh aufstehen, sich um die Liebe zu seinen Tieren, um die Liebe um sein Land zu kümmern, der hat es nicht verdient, von einigen, liebe Freunde, ständig so behandelt zu werden. Die halbe Welt isst bayerische Nahrungsmittel und ist stolz darauf, diesen Genuss zu haben. Lasst uns bitte dankbar sein. Und darum heißt es, rettet die Bienen, aber rettet auch die Bauern, liebe Freunde. Wir stehen für beides, Naturschutz und Landwirtschaft. Ihr wollt eigentlich nichts zu den Grünen sagen, weil ich gedacht habe, der Manfred packt sie an, aber jetzt muss ich doch noch was sagen. Wir haben ja mal überlegt nach der Wahl, Joachim und viele andere, könnte das möglicherweise ein Partner sein. Ich muss euch ehrlich sagen, lieber Thomas Kreuzer, im Bayerischen Landtag zeigen diese Grünen sich nicht als regierungsfähig. Sage ich ein Beispiel. Letztes Jahr haben sie gefordert, Klimaschutz muss in die Verfassung. Sie haben sogar Unterschriften auf der Straße gesammelt. Jetzt sagen wir, gutes Signal, wir greifen es auf. Wir haben sogar eine Formulierung für die Verfassung gewählt, Thomas, die von der Opposition übernommen wurde. Jetzt erleben wir im Landtag nicht etwa ein vernünftiges, jawohl, klar, das machen wir jetzt, dann legen wir zu, sondern mit irgendwelchen Argumenten, die wirklich keiner mehr nachvollziehen kann, wird das abgelehnt. Ich sage mal eines, wer beleidigt ist, dass andere auch eine gute Idee haben. Wer meint, dass Umweltschutz und Ökologie das Copyright einer Partei ist, der irrt. Wir machen in Bayern grüne Politik, aber wir brauchen die Grünen nicht dazu, liebe Freunde. Das können wir schon selber, das können wir auch besser. Und noch was zu den Grünen. Wir sind ja alle aufmerksame Zeitungsleser. Und wenn man das immer so liest, dann hat man den Eindruck, es müssen schon wahre Helden sein, nur Heilige. Und manchmal ist man fast dran, es zu glauben. Fast. Ich war sehr beeindruckt. Ich dachte immer, die Grünen, wir sind Pragmatiker, CSU. Wir müssen Interessen ausgleichen. Aber die Grünen schaffen es. Eine Linie, ein Kurs, eine Idee und leben das vor, was sie sagen. Das ist wirklich eine Partei, mein lieber Scholli. Ja. Aber was lesen wir da, liebe Freunde? Wir hören im Landtag, Thomas, schimpfen, geifern gegen Fliegen. Puh, Fliegen ist schlimm. Flugzeuge sind schlimm. Dritte Stadtbahn ist schlimm. Und dann stellt sich heraus, die Grünen hassen Fliegen nicht, sondern sie fliegen sogar mehr in München als andere, liebe Freunde. Ich kann nur eines sagen, wegen mir können sie gerne fliegen und auch dort bleiben. Aber das ist unglaubwürdig, liebe Freunde, im Landtag zu schimpfen und selber in der Business Class zu fliegen. So geht es nicht. Und noch einmal zu Herrn Habeck. Er ist ja ein Wanderprediger in Sachen Demokratie. Ein selbsternannter Taktgeber in Sachen Stil. Respekt. Ich dachte, das meint er auch so. Zu Demokratie gehört aber, alle anzunehmen. Und nicht nur diejenigen anzugreifen, die nicht die eigene Meinung haben. Wir haben es erlebt. Vor der Bayerischen Landtagswahl hat er uns abgesprochen, liebe Freunde, in Bayern, dass wir eine Demokratie sind. Ich dachte erst, es sei ein Tippfehler.
Dann hat er es in Thüringen wieder gemacht. So zeigt sich aus einem Tipp wird ein tiefgreifender Denkfehler. Und eines kann ich schon sagen, liebe Freunde. Es ist sicher zulässig, die CSU zu kritisieren, wenn auch unnötig. Aber, ja, also zulässig ist es, ja. Aber eins sage ich euch schon. Wir dürfen uns in der Sache Kritik gefallen lassen. Aber das sage ich jetzt als Ministerpräsident des Freistaats Bayern und CSU-Vorsitzender. Wer die Bayern nicht der Demokratie, für die sie immer standen, akzeptiert, wer nicht respektiert, dass Bayern und CSU schon lange vor Herrn Habeck für Demokratie gestritten haben, dem sage ich eines, der darf in Schleswig-Holstein kritisieren, aber soll sich bitte in Bayern gefälligst zurückhalten, liebe Freunde. Wir wissen schon selbst, was Demokratie in unserem Land wert ist und was wir dafür tun müssen. Und deswegen, Bayern ist ein großartiges Land. Manfred, du hast es schön beschrieben. Es ist ein Land, wo jeder gerne ist. Wir sind leistungsfähig, wir sind lebenswert und liebenswürdig. Wir haben alles. Arbeitsplätze von morgen, schönste Natur, eine einzigartige Kultur und Brauchtum. Im Grunde genommen ist dieser Bavarian Dream of Life das, was Menschen aus allen Teilen Deutschlands und der Welt anzieht. Aber ich sage es immer wieder, wenn ich dann so lese, das sei Zufall, da hätten die Bayern Glück gehabt, das sei so ein kleiner Wink der Geschichte gewesen, dann kann ich nur sagen, die Bilder heute zu Beginn, über die vielen Redner, die Parteivorsitzende, Ministerpräsidentin der CSU haben eins gezeigt, es war nie einfach für uns, wir haben es uns nie einfach gemacht, wir haben den Fleiß der Menschen gehabt, aber liebe Freunde, was war und ist ein Erfolgskonzept für Bayern gewesen, dass es eine CSU gegeben hat, die über Generationen weg den gleichen Werten verpflichtet mit einer Strategie fürs Land gearbeitet hat. Und deswegen sage ich allen, die das hoffen, Bayern und die CSU sind noch nicht fertig. Wir haben eine Menge vor für dieses Land, liebe Freunde. Und wir werden diesem Land auch eine Menge geben können. Letztes Jahr war ich da als Kandidat, jetzt als Ministerpräsident und Parteivorsitzender. Ich sage ganz offen, es ist eine große Ehre. Es ist eine große Tradition. Lieber Edmund, es gab manchmal einfachere Zeiten, das stimmt. Die Demokratie in Europa, aber auch in Deutschland ist aus der Komfortzone raus. Und ich sage euch auch und bitte um Verständnis, der Weg der CSU wird sich nicht in einigen Wochen oder Monaten erleichtern. Man kommt schneller runter, als man raufkommt. Wir haben die Saat gelegt, aber wie Erwin Huber mir sagt, Setzlinge wachsen nicht schneller, wenn man ständig dran zieht. Das wird ein Marathon, den wir haben, auch für mich. Wir haben im letzten Jahr manches falsch gemacht, wir haben aber daraus gelernt. Ich möchte mich ganz persönlich bei euch bedanken. Diese Partei hat mich sehr beeindruckt, als gerade auf den letzten Tagen der Landtagswahl so viele so schlecht geschrieben haben, so viele mit breiten Grinsen in den Talkshows saßen und sie wirklich gefreut haben und gedacht haben, jetzt ist endlich vorbei. Und die bayerischen Wähler und Wähler uns den Auftrag gegeben haben, sage ich euch eines, persönlich für diese Partei, für die Staatsregierung, wir werden diese zweite Chance nutzen, wir werden nicht nur durchschnaufen, wir werden für Bayern und Deutschland durchstarten, liebe Freunde, das darf ich euch versprechen. Von daher, lasst uns optimistisch sein und nicht so depressiv wie die SPD. Lasst uns konstruktiv sein und nicht zerstörend wie die AfD. Und lasst uns für alle Bürger, allen Gehalts und aller Gruppierungen da sein und nicht nur so besserwisserisch wie die Grünen. Lasst uns wieder kämpfen, liebe Freunde. Jetzt für den Manfred und die Europawahl, dann für die Kommunalwahl, liebe Freunde. Lasst zeigen, dass in dieser Partei, dass in diesem Land eine unglaubliche Kraft, viele Ideen und die Bereitschaft stehen zu laufen, um am Ende einen Erfolg zu haben. Lasst uns kämpfen und ein Signal von Passau ausgehen. Für Bayern, für Deutschland, für Europa. Es ist Zeit für neue Stärke. Herzlichen Dank. Die CSU ist da und die CSU bleibt auch da. Herzlichen Dank.
Der Vorsitzende der Christlich-Sozialen Union und bayerische Ministerpräsident, Dr. Markus Söder. Das war die Rede zum politischen Aschermittwoch von CSU-Chef und Ministerpräsident Dr. Markus Söder.